Band auf die linke Seite, wird gefieldet von Nino Sakasa, der Wurf zu spät. Ground Ball up the middle, schauen wir mal, ob der durchgeht, der ist nicht hart geschlagen, aber kann zwar noch gefieldet werden von Friedrich Levin. Schöner Diving Catch da von Nino Sakasa, wir sind zurück in der oberen Hälfte. Ground Ball Richtung Shortstop, langsam geschlagen, schwieriges Play für Friedrich Levelin. Gegen den Fallspiel 5 anschauen. Line Drive vom Handschuh von Max Eckermann, geht der Ball da raus ins Right Field. Und Nino Sakasa auf dem Weg Richtung drittes Base. Jetzt muss ich sputen, aber kommt an und auf den Wurf kann Elias Songasen auch noch ans zweite Base gehen. Da sehen wir den Wurf von Luca Rammelmann, der über den Cutoff geht und deswegen können die Untouchables dann nicht mehr verhindern. Ground Ball linke Seite, durch das reingezogen, Infield hindurch. Und das ist die 1:0-Führung für die Guggenberger Legionäre Regensburg. RBI-Single für Karl Wenzel. Nino Sakasa kommt zum 1:0 über die Platte. Stark gemacht. Lukas Jahn über Ladislaus Landwehr hinweg. Und da freut er sich, wer da Richtung ersten Base läuft. Elias Songasen kommt nach Hause mit dem 2:0. Finden werden. Alex Schmidt bringt den Ball ins Spiel. Ground Ball Richtung linke Seite. Backhand vom Shortstop Friedrich Levelin. Und er geht Richtung drittes Base. Ja, das ist eine starke Leistung. Flyball Richtung kurzem Centerfield. Devin Ramirez kann den Ball nicht festhalten. Und das ist ein satter Schlag von Matt Vance weit ins Left Center Field. Und er landet da kurz vor dem Boarding Track. Rollt jetzt raus. Matt Vance ganz locker ans zweite Base. Er ist 2 für 2 heute. Nino Sakasa geht. Und jetzt ist Matt Vance da ziemlich mausetot wahrscheinlich. Mal gucken, ob die Paderborner den Rundown sauber spielen. Ja, da ist der Tag. Und damit das dritte aus. Da haben die Legionäre im zweiten Inning haben sie diese 2 Runs gemacht. Jetzt schöner Schlag von Devin Ramirez. Das wird ein Base Hit in the Left Field. Aber das wird nur ein Single. Rumpel, rechte Seite. Base Hit für Nino Sakasa. Eric Harms geht ans zweite Base, da bleibt er auch stehen. Und Elias Songasen steht da zum Band, bekommt den Band auf den Boden. Schöner Band Richtung linke Seite, Finn Bergmann nimmt den auf, der Wurf ist hoch. Und Elias Songasen safe am ersten Base, off the back. Max Eckermann musste da hochspringen. Und bis er wieder gelandet ist, war Elias Songasen safe am ersten Base. Und damit Bases loaded für die Legionäre. Gerade so, dass er da noch aufs Base getreten ist, Elias. Flyball kurz Richtung Centerfield. Der fällt. Base Hit für Ian Eberhardt. Ja, auch die man da jetzt durchaus holen konnte. Jetzt der zweite Hit. Damit 2 Runner für die Untouchables. Auch Max Eckermann kommt da auf Base. Und satter Schlag von Matt Vance. Flyball Richtung Right Center Field. Und das ist sein nächster extra Base Hit. Wieder ein schöner Schlag von Matt Vance. Und wieder kommt er bis ans zweite Base. Ground Ball linke Seite. Base Hit für Philip Levelin. Harter Line Drive in den Handschuh von Nino Sakasa. Der Wurf ans erste Base. Nicht rechtzeitig, beziehungsweise nicht. Hoher Flyball ins Left Field. Eric Harms auf dem Weg nach draußen, schaut nach oben und tschüss. Und das ist der Two-Run-Home-Run für Luca Rammelmann. Und damit gleich in die Untouchables hier im 8. Inning aus. Also ein bisschen Momentum-Change eigentlich. Oh, jetzt aber satter Schlag von Nino Sakasa weit Richtung Right Center Field. Und der Catch von Luca Rammelmann, der macht da richtig viel Boden gut. Ground Ball linke Seite, Nino Sakasa kommt nicht dran, Alex Schmidt springt der Ball hoch. Flyball ins Right Field, da kommt Eric Harms nicht ran, der Ball fällt und der Runner auf dem Weg Richtung Home Plate, der Wurf kommt zu spät. Und die Untouchables gehen mit 3:2 in Führung. Und jetzt steht die Armin Wolf Arena auch endlich auf. David Grimes Flyball Richtung Right Field, der ist relativ kurz.
aber nicht kurz genug. Luca Rammelmann kommt rein, macht das Play zum dritten Aus. Und damit gewinnen die Untouchables Paderborn Spiel Nummer 3 mit 3:2.